Georg ist ein waschechter Fischkopp, ein Hamburger, den es tief in die bayerische Provinz verschlagen hat. Hier im Skiort Haunzenberg hat er vor Jahren seine große Liebe Emilie gefunden. Allerdings muss man sagen, dass die Zeiten seitdem nicht besser geworden sind. Viel zu wenig Schnee und viel zu viel Krise haben die lokale Wirtschaft an den Rand des Ruins gebracht. Und auch in der Beziehung von Georg und Emilie läuft längst nicht mehr alles rund. Georg? Mhm. Ich bin so müde. Das macht nichts. Lass mich einfach machen. Wenn dir irgendwas gefällt, dann zwinkerst du einfach viermal. Aber das siehst du doch gar nicht. Räusperst du nicht eben. Georg. Mhm. Ich bin wirklich so fertig. Das verstehe ich. Nicht ganz unschuldig an der Flaute ist sicher, dass vor einiger Zeit Emilies Mutter bei den beiden eingezogen ist. Die strenggläubige Daisy ist nicht gerade Georgs größter Fan und versteht sich hervorragend darin, durch lautes Beten den Vollzug der Ehe der beiden zunichte zu machen, bevor er so recht begonnen hat. Wie groß ist das? Du machst ja voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Bitte, Frau Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Oh Gott. Mama. Es ist eine Ironie des Schicksals. Ausgerechnet ihr großes Holzkreuz, Symbol ihres Glaubens, streckt die fromme Christin Daisy nieder. Das ganze Dorf ist erschüttert. Ausgerechnet am Stammtisch kommt Georg und seinen Freunden dann die rettende Idee. Und zwar eine, die alle Probleme mit einem Mal lösen würde. Daisy soll heilig gesprochen werden. Das Skigebiet ist eh nur saisonal. Aber gebetet wird das ganze Jahr. Die Region ist ganzjährig. In der ganzen Welt würden sie herkommen, zum Schrein der heiligen Daisy. Und das wäre auch gut fürs Geschäft. Wir würden einfach in unseren Souvenirläden hocken und billige kleine Gipsfigürchen für das Zehnfache verkaufen. Das ist der größte Scheißdreck, den ich je gehört habe. Ich glaube, um heilig zu sein, da muss man irgendwie aktiv beteiligt sein. Da reicht es nicht, ein Kreuz auf die Rübe zu bekommen, nur weil dein Schwiegersohn auf der anderen Seite von der Wand deine Tochter knallt. Das könnte einfach nur Pech sein. Okay. Möslang, du musst Daisy noch eine Weile im Kühlhaus aufbewahren. Ich muss zum Vatikan. Eine rechte Schnapsidee, im wahrsten Wortsinn. Aber zur Überraschung aller interessiert sich der Papst tatsächlich für das Anliegen der kleinen Gemeinde und schickt einen Gesandten, der die Wunder überprüfen soll, die Daisy vollbracht hat. Und damit geht der Trubel erst richtig los. Wer's glaubt, wird selig ist ein typisch spaßiger Christian-Ulmen-Film mit einer großartigen Hannelore Elsner als mürrische Schwiegermutter. Die Blu-ray enthält als Extras unter anderem Outtakes, Interviews und ein Making-of. Eine Heilige? Ihr wollt aus mir eine Heilige machen? Ich will keine Heilige werden.